das habe ich mir mein ganzes Leben lang erarbeitet, das ist mein Werk, das habe ich geschaffen. Und ja, eines Tages will ich halt da stehen und will sagen können, das ist meine Agentur, damit verdiene ich meine Brötchen, damit kann ich meine Familie ernähren. Heute bei einer weiteren Folge von Let's Talk, heute mit dabei Maxwell. Was geht, Bruder? Auch nichts, auch nichts, auch nichts. Auf jeden Fall, freut mich auch, dass du heute dir Zeit genommen hast. Es war sehr kurzfristig, so wie bei manch anderen Leuten, aber bei dir war es sehr, sehr kurzfristig. Ich habe dir, glaube ich, vor 2 Tagen geschrieben. So, und hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du diese spontane Zeit genommen hast, schätze ich sehr. Und ja, Mann, erzähl mal den Leuten so, wer du bist, was du so machst. Auf die einzelnen Themen kommen wir nochmal dann noch mal richtig drauf, aber so erzähl mal so im Groben, so, was du machst, was du bist. Also, wie er schon gesagt hat, ich bin der Maxwell, bin 24 Jahre alt und ich bin Berater, Fußballberater. Hab jetzt vor 2 Monaten meine Agentur gegründet, MHM Consulting Group, mit einem Partner zusammen aus NRW. Und da sind wir jetzt am Aufbauen und bisher läuft es ganz gut. Und es ist halt so, man startet immer bei Null und der Weg da, wo man hin will, der ist natürlich steinig, der ist schwer, das ist ein Prozess. Und ja, aber wir sind kontinuierlich dabei, unseren Weg zu verfolgen. Und ja, jetzt sitze ich hier mit Derek. Danke auf jeden Fall, dass du mir die Chance gibst, hier zu sein. Freut mich sehr, weiß dich sehr zu schätzen. Und jetzt unterhalten wir uns mal ein bisschen über die Themen des Lebens. Ja, Mann, auf jeden Fall, ich kenne dich ja auch schon eine Weile. Damals noch hast du noch Partys gemacht. So. diese Zeit weiß ich noch. Und ja, Mann, erzähl mal so genaues über dein Beraterding. So, du hast ja gerade mal das gerade angesprochen. So, erzähl mal so, was. Wie kam es überhaupt dazu, dass du sagtest, du willst Berater werden? Ich meine, du hast ja auch mal gekickt. Richtig. Und so, wie kam es dann, dass du sagst, okay, ich mache jetzt mal einfach diese Beratersache so? Okay. Alles hat eigentlich so angefangen, also mein Bruder, der spielt auch Fußball, der spielt bei Kräuter Fürth in der U23 und hat angefangen bei Wien zu spielen. In der U12 hat er da angefangen und ich habe immer so ein bisschen, sage ich mal, die Überhand über alles gemacht, habe ihn da immer so ein bisschen gepusht, versucht ihn zu unterstützen und da habe ich auch gemerkt, wie mir das alles immer sehr Spaß macht. Fußball ist natürlich mein Hobby. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, ist eine Leidenschaft und ich habe gemerkt, wie ich mit immer mehr Elan dabei bin, Bock auf die Sache habe und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, mach dein eigenes Ding, zieh das durch, mach das, was du für deinen Bruder machst, mach das für andere Leute, versuch ihnen zu helfen und so kam es dann, dass ich gesagt habe, okay, komm, ich gründe eine Agentur, habe mich davor mit vielen Leuten unterhalten, mit vielen Leuten connected, kenne sehr, sehr viele Leute. Und ja, das ist so der Punkt. Und dann kam das, habe ich das so ins Leben gerufen. Da habe ich vor 2 Jahren meinen heutigen Geschäftspartner kennengelernt, den Benedikt Iven. Und mit ihm habe ich das dann alles so aufgezogen. Der hat auch sehr, sehr viel Ahnung von der Materie. Und ja, zu zweit haben wir das jetzt ins Leben gerufen. Und ja, so ist es halt alles gekommen. Nice. Also was ich dich mal fragen will, als ich meine, ich spiele ja auch Fußball und ich kenne es ja auch, diese ganze Beratersache. Also ich persönlich in der Vergangenheit habe mich immer davon so ein bisschen weggeschlichen. So, da gab es immer ein paar Angebote, die man dann auch so gehört hat und so, aber man kennt ja diese Betrügerei oder diese Verarscherei, dass die Leute dir viel was versprechen, aber am Ende kommt dabei nichts raus. So, wie ist es bei dir? So, bist du dann eher so, hast du es auch schon so im Blick, dass Leute, also dass Fußballer die eher so sagen können, okay, das ist vielleicht eine Verarsche oder der verspricht mir nur so Sachen oder bist du eher diese Person, die sagt, okay, weißt du was, ich sehe dein Talent und so und genau das habe ich für dich und genau das da will ich dich hinbringen und bist halt auch ehrlich mit der Person so und erzählst dir nicht irgendeinen Quatsch. Also es ist auf jeden Fall so, wie du schon sagst, das ist eine Materie, wo teilweise in eine Schublade gesteckt wird und ist wahrscheinlich auch in der Vergangenheit schon vorgekommen, dass da sehr, sehr viele Spieler verarscht worden sind oder dass Berater nicht ehrlich zu ihnen waren. Das gibt's definitiv. Aber bei mir ist es so, dass ich immer ehrlich bin mit den Leuten, ehrlich bin mit meinen Spielern und bei mir primär im Blickfeld liegt eigentlich, dass ich den Leuten helfen will. Ja.
oft ist es so, dass Fußballer alleine vielleicht nicht die Kontakte haben, die Durchschlagskraft haben. Und da ist so, dass ein Berater da immer nochmal eine ganz andere, weil er im Background ist auch, ja, dass er nochmal ein ganz anderes Blickfeld hat, ganz andere Kontakte hat, um dem Spieler dann eben zu helfen. Und wie gesagt, bei mir ist es so, ich sehe mich auch jetzt nicht irgendwie als Berater an sich, der da irgendwie das große Geld oder sowas machen will, sondern ich sehe mich eher als Berater fürs Leben. Das heißt, die Leute zu beraten, was ist wichtig, auf was musst du achten. Zum Beispiel, wenn ich junge Spieler habe, die noch minderjährig sind, ganz, ganz wichtig, dass sie in der Schule auch gut sind, Schule immer im Blick halten, weil es gibt ein Leben nach dem Fußball. Man träumt immer sehr, sehr groß, man träumt immer davon, Fußballprofi zu werden. So war es ja bei dir selbst wahrscheinlich auch. Man will Profi werden, man schafft es nicht, man hat vielleicht alles auf eine Karte gesetzt, Schule abgebrochen etc. Und da will ich die Leute vom Weg abbringen. Du musst deine Schule machen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil, wie gesagt, irgendwann merkst du, du schaffst es nicht und dann stehst du da und hast gar nichts. Das ist es. Und es geht dann auch um so Sachen wie einfach, die im Hintergrund laufen. Ernährungsplan, Individualtraining neben dem Mannschaftstraining, dass du dich einfach nochmal spezifisch viel, viel besser weiterentwickeln kannst, die Muskulatur nochmal stärken kannst. So Sachen, die man vielleicht selber als Spieler gar nicht im Blick hat, weil man sagt, ey, ich bin ein krasser Kicker, ich bin überragender Fußballer, mir sagt es jeder, was soll ich auf Ernährung achten? Aber das sind die Dinge, worauf es auch drauf ankommt. Ja? Der ganze Lebensstil muss darauf abgeschnitten sein, Profi zu werden. Nur so kann man es schaffen. Und das will ich eben den Jungs mit auf den Weg geben. Also bei dir ist dann halt so eher auch so dieses freundschaftliche Ding da mit deinen Spielern zu haben, dass du einfach auch das Freundschaftliche mit denen hast und so. Und einfach nicht nur sagst, okay, ich denke nur an das Geschäft und an das Geld und hoffe, dass er irgendwie Profi wird oder dahin wechselt, damit ich da meine Prozente bekomme. Weil so viel, es gibt auch viele Leute, auch in der Liga, wo ich spiele, so auch in der Oberliga, gibt es auch Berater oder so, die die Spieler da und da vermitteln und einfach dann so Kohle abzuzweigen, weißt du, was ich meine? Und weißt du, ist halt schade so, aber ich finde so, ein Spieler, wenn er so jung ist und so, braucht er halt schon, wenn er halt auch nicht die Eltern dazu hat, so braucht er schon jemanden, der auch ihn sozusagen den, sag ich mal, den Weg so zeigt. Und auch das mit der Ernährung ist auch sehr, sehr wichtig. Ich denke mal auch für mich persönlich früher, ich weiß noch, in der U17 so, da habe ich null auf Ernährung geachtet. Ja. So, da habe ich null auf Ernährung gehabt, da habe ich gesagt, ich habe viermal in der Woche Training, habe jeden Tag Training. So, da kann ich auch essen, weißt du, ich verbrenne es ja sowieso. So. Weißt du, so. Und dann isst du dann, weißt du, das merkst du dann irgendwann. Das merkst du ja irgendwann, auch in deiner Schnelligkeit und so, das merkst du irgendwann. Und so, und wenn du halt dann auch mehr machst als die anderen, merkst du auch im Spiel so. Und ja, Mann. Sonst, was machst du so beruflich so, abseits von dem Berater-Ding? Beruflich arbeite ich bei Alpha Industries. Das ist eine Marke, kennt ihr ja wahrscheinlich. Diese Bomberjacken mit dem mit der roten Fahne immer hier am Arm. Da arbeite ich beruflich im Büro. Und nebenbei habe ich jetzt, wie gesagt, damit angefangen und will das auch so durchboxen, dass ich das irgendwann mal hauptberuflich machen kann. Das ist natürlich auch mein Ziel. Muss ich auch ganz klar sagen, ich will natürlich auch meine Brötchen damit verdienen, ist ja klar. Aber wie du schon sagst, für mich sind das eher so, das sind meine Jungs, sind gleichzeitig meine Freunde, meine Brüder. Und ich will ihnen so als großer Bruder, als Freund beiseite stehen und nicht jetzt so als der klassische irgendwie Berater oder Geschäftsmann oder irgendwie sowas. Es muss immer eine gewisse Art von, Vorsorge da sein, dass ich den Jungs auch sagen kann, ey, hier, hört mal zu, ich bin zwar euer Berater, aber gleichzeitig bin ich euer Freund und ich will euch immer zum Besten raten. Darum geht's eigentlich, weil manchmal ist es so, dass man für sich selber gar nicht weiß, was für einen das Beste ist. Das können dann andere beurteilen. Und deswegen ist für mich auch ganz wichtig, dass ich immer mit den Eltern und mit der Familie das immer alles bespreche. So, wie gesagt, das zu dem Thema. Ansonsten bin ich halt bei Alpha Industries in der Modebranche tätig. Einfach auch das, weil es mir eine Materie ist, die mir extrem viel Spaß macht. Und ich bin glücklich mit dem, was ich mache, auf jeden Fall. Nice, nice, nice. Freut mich auf jeden Fall, das zu hören und auch, dass du deinen Weg gegangen bist. So von früher noch. Ich meine, du hättest auch den anderen Weg gehen können, so, weil du hast auch Veranstaltungen und so gemacht. Hättest ja auch diesen Weg nehmen können, so, weißt du, was ich meine? Aber bin schon froh darüber, dass du, und auch gut zu hören, so sowas, dass du diesen Weg gegangen bist. Und ja, ich meine, du hast auch gerade eben auch angesprochen, dass du dementsprechend, ja, ich sag mal so, du arbeitest ja, du hast einen festen Job. Richtig. So, war das dann
ist es dann für dich so ein Punkt, wo du, ich meine, ich denke mal, das ist ein Punkt, war auch ein Punkt für dich, dass du auch sagst, okay, ich will zwar meine Brötchen da verdienen, aber ich will auch irgendwo so mich selbstständig machen. Ich will auch irgendwann in dem Bereich kommen, dass ich sage, ey, ich will mein eigener Herr sein. So, ist das immer noch in deinem Kopf oder bist du eher noch so, bist du am Schwanken, so, ob ich wirklich diese Sicherheit, die man eigentlich hat, wenn man einen Job hat, ja, aufgibt oder wie siehst du das? Nein, also ich will auf jeden Fall irgendwann mal mein eigener Herr sein. Das ist auf jeden Fall für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Einfach meinen eigenen Erfolg aufzubauen. Ich will was hinterlassen und will sagen, das habe ich mir mein ganzes Leben lang erarbeitet, das ist mein Werk, das habe ich geschaffen. Und ja, eines Tages will ich halt da stehen und will sagen können, das ist meine Agentur, damit verdiene ich meine Brötchen, damit kann ich meine Familie ernähren. Und gleichzeitig ist es auch mein Hobby, weil Fußball macht mir einfach Spaß, das ist meine Leidenschaft. Und das ist das, was für mich persönlich einfach wichtig ist. Und wenn ich gleichzeitig mit meinem Hobby zum Beruf machen kann und dann auch anderen Menschen helfen kann, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. So, das ist einfach, das ist ja, das ist so mein Ding, weißt du? Und was motiviert dich denn eigentlich so im Großen und Ganzen, das alles zu machen? So? Oder von wo nimmst du diese Motivation, zu sagen, okay, ich will andere Leute auch helfen, auch meinen Teil reinbringen, auch was zu hinterlassen und so. Wo nimmst du diese Motivation her? Ich sag mal so, die erste Motivation hat damit angefangen, dass ich gesagt habe, ey, ich will natürlich meinen Bruder pushen, meine eigene Familie. Es liegt mir natürlich sehr am Herzen, dass wir da alle sehr, sehr erfolgreich sind. Und da hat meine erste Motivation angefangen. Dann die weitere Motivation kommt natürlich davon, dass ich erfolgreich sein will. Ich will einfach Erfolg haben im Leben. Ja? Ich will, ich will was Besonderes schaffen und will wie gesagt dementsprechend einfach erfolgreich sein. Und daraus resultiert halt meine Motivation, dass ich sage, ich bin jetzt so einen Weg gegangen, dass ich meine Familie ernähren kann, dass ich ein schönes Leben haben kann, Urlaube machen kann, etc. Und ich sag mal so, Motivation, die fängt ja eigentlich bei dir selbst an. Wenn du dich selbst motivieren kannst, dann können dich auch andere Leute motivieren. Und so kommt es dann auch. Aber wenn du dich selbst nicht motivieren kannst, wie soll dich jemand anders motivieren? Verstehst du? Deswegen, es fängt immer bei Selbstmotivation an. Und ich habe das irgendwie in mir drin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das motiviert mich, sondern ich stehe morgens auf und habe einfach Bock auf den Tag und habe Bock aus dem Tag das Beste zu machen, dass es ein erfolgreicher Tag wird. Weil in jedem Tag hast du die Chance, einen Grundstein zu legen für morgen. Alles, was du heute verpasst hast, kannst du morgen nicht nachholen. Und das ist irgendwie in mir drin. Also ich habe da so einen gewissen Hunger. Und ich stehe einfach morgens auf und sage mir, ey, ich habe jetzt Bock auf den Tag, mach was draus. Und dann merke ich auch für mich, wenn die Monate, die Tage vergehen, dass ich auf einmal so merke, ey, das war jetzt eine erfolgreiche Zeit. Und dann, wenn ich die ersten Erfolge gesammelt habe, habe ich Motivation, die nächsten Erfolge zu sammeln. Das heißt, ich will immer mehr nicht stehen bleiben, verstehst du? Weil das Ding ist, Zufriedenheit ist der erste Rückschritt. Niemals zufrieden sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das kann ich auch so den Leuten mit auf den Weg gehen. Seid nie zufrieden mit euch selbst. Wollt immer mehr. Immer mehr, immer mehr. Hast du ein Tor geschossen, muss dein Ziel sein, im nächsten Spiel 2 Tore zu schießen. Ganz banal gesagt, so fängt es an, weißt du? Nice, Alter, nice, nice, nice. Und weil du auch gerade gesagt hast, mit dieser Zufriedenheit. Wann ist denn der Punkt für dich, wo du dann sagst, okay, ich bin zufrieden in dem, was ich jetzt gemacht habe oder was ich habe? Ich sag mal so, ich stecke mir immer gewisse Ziele. Step by step, immer kleine Brötchen backen. Und wenn ich dann diese Etappenziele erreicht habe, dann kann ich sagen, okay, ich habe jetzt ein Ziel erreicht, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt setze ich mir das zweite Ziel erreicht, jetzt bin ich wieder zufrieden. Was ist jetzt mein drittes Ziel? So war es zum Beispiel bei mir, dass ich gesagt habe, okay, mein erstes Ziel ist jetzt, dass ich
die Agentur gründe und das alles ins Leben rufe. Habe ich gemacht. So, dann war ich erstmal zufrieden, war stolz auf mich selbst, weil es auch kein einfacher Weg bis dahin gewesen. Es ist ein weiter Schritt, bis du dann beim DFB registriert bist und so. Es ist ein ganz, ganz weiter Schritt. Okay. Das zweite Ziel ist, dass ich sage, jetzt will ich einen Bundesligaspieler haben. Bis dahin wird es wieder ein weiter Weg sein, aber ich weiß ganz genau, dieses Ziel wird erreicht, weil ich akribisch an mir selbst arbeite und an meinen Zielen arbeite. Also immer diese Etappenziele, die man sich steckt, die erreichst du dann und dann merkst du, das ist wie eine Treppe, die du gehst. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt und irgendwann bist du oben in der Haustür angekommen, verstehst du? So. So, was mich auch gerne so interessiert, so, wie kontaktiert ihr denn Spieler? Also, weil du auch dann gesagt hast, du willst gerne auch einen Bundesligaspieler, so, was macht ihr denn schon im Hintergrund, so, wie läuft es so bei euch ab? Also, bei mir ist es jetzt so, dass ich Wochenende für Wochenende bei den Spielen bin. Ich suche mir mal so gewisse Spiele raus, schaue mir die dann an und dann sagen wir mal, fällt mir ein Spieler auf. Den Spieler beobachte ich dann weiter über 2, 3, 4, 5 Wochen hinweg. Schaue mir seine Entwicklung an. Was waren seine Stärken im ersten Spiel? Hat er diese Stärken jetzt im 5. Spiel aufgebaut? Was waren seine Schwächen? Hat er aus seiner Schwäche eine Stärke gemacht? Und wenn ich dann für mich persönlich entscheide, ja, hat er gemacht, dann versuche ich natürlich an den Spieler dran zu treten. Und das passiert immer, indem man zuerst natürlich die Eltern kontaktiert oder halt den Verein. Ja, den Trainer etc. Und so passiert das dann. Also ich versuche da auch immer irgendwie alle Karten offen auf den Tisch zu legen, damit es am Ende nicht heißt, hier, du hintergehst unsere Spieler oder so weiter. Deswegen immer direkt offen, immer Kontakt auch zum Verein halten, zu den Trainern halten und ganz, ganz wichtig auch zu den Eltern oder beziehungsweise zur Familie, weil die arbeiten alle Hand in Hand. Und das passiert dann einfach so, dass du auf den Spieler zugehst, ihn ansprichst oder manchmal wird dir auch einer empfohlen, hier schau dir mal den an, dann machst du das auch. Ja, so läuft das eigentlich, also bei mir persönlich ab. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen ist. Okay, und wie wichtig ist dann dieses Persönliche mit dem Spieler? Ich meine, du kennst den Spieler ja nicht, du siehst ihn nur auf dem Feld, dementsprechend unterhältst du dich, also lädst du ihn dann zum Beispiel jetzt ein und unterhältst dich erstmal mit dem oder geht es direkt ans Eingemachte? Nee, so ist es nicht. Also es ist auch ein Prozess. Du lernst den Spieler dann erstmal kennen, unterhältst dich mit ihm, man geht was essen, man geht irgendwie was trinken. Dann lernt man auch die Familie kennen, wird mal zu denen nach Hause eingeladen, du lädst sie zu dir nach Hause ein. Dass man einfach auf so eine zwischenmenschliche Ebene auch kommt, weil es auch ganz, ganz wichtig. Also mir ist auch wichtig, dass ich einfach mit Leuten zusammenarbeite, mit denen ich auch irgendwie auf einem gewissen Nenner bin. Ja, und das Zwischenmenschliche ist mir sehr, sehr wichtig. Dass einfach die Charaktere sich matchen, dass das alles passt, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich denke mal, wenn man dann, also ist es jetzt bei mir einfach der Fall, wenn man dann 5, 6, 7 Gespräche miteinander hatte, dann merkt man ja, ob es passt oder ob es nicht passt. Und dann kommt so automatisch irgendwie eine Zusammenarbeit zustande. Also jetzt nicht so, dass man den anspricht und sagt, hier hast du einen Vertrag, unterschreib den, du bist jetzt mein Spieler. Also so ist bei mir sowieso nicht, dass da irgendwie welche Verträge gibt oder so. Ich finde, da muss man auch immer eine gewisse Basis halten. Deswegen, bei mir ist es so, dass der Handschlag der Vertrag ist. Und ja, wenn es dann passt, dann passt es. Und irgendwann nach einer Zeit stellt sich heraus, es passt doch nicht. Dann ist alles cool, man kann gehen. Aber es ist dann trotzdem so, auch wenn jemand gegangen ist, ich hatte zum Beispiel einen Spieler, der hat mich dann nach einem Jahr, sage ich mal, wieder verlassen. Und aber trotzdem sind wir heute cool miteinander. Manchmal fragt er mich nach Tipps, ich frage ihn, wie es ihm geht und so. Das ist ja das, was ich zu dir gesagt habe, dass wir einfach Freunde sind. Wir sind Freunde, man hilft sich gegenseitig. Und ja, mit dem einen passt es dann halt auch auf der geschäftlichen Ebene und mit dem anderen passt es halt nur auf der freundschaftlichen Ebene. Also das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Ja. Und ja, wie sag ich mal so, weil wir haben auch mal kurz geschrieben. Ja. Und da hast du auch mal ein paar Themen gesagt, die du gerne mal einfach mal darüber reden möchtest. Und da war auch ein Thema, was ich auf jeden Fall fragen wollte, ist das bezüglich zu Gott. Ja.
Wie kam das dazu, dass du das als Thema genommen hast? Also was wolltest du dementsprechend einfach sagen oder beziehungsweise den Leuten mitgeben? Bezüglich Gott und das Glauben und so weiter und so fort. Also ich persönlich glaube, dass man im Leben an irgendetwas glauben muss, um sich seine Ziele immer vor Augen zu halten. Ich sage jetzt nicht, dass man an Gott glauben muss oder dass der Glaube der einzige Weg ist. Da kann ich jetzt nur von mir ausgehen und vom großen Teil meines Freundeskreises ausgehen. Mir zum Beispiel gibt Gott sehr, sehr viel. Gott für mich ist eine allmächtige Kraft, wo ich immer wieder auch Kraft schöpfen kann, Motivation schöpfen kann. Und ich bin generell in einer gläubigen Familie aufgewachsen, bin mit dem Glauben einfach groß geworden und deswegen ist Gott für mich ein ganz, ganz großer Begriff. Und ich glaube, wenn man im Leben an etwas glaubt, dass etwas von, also an höhere Mächte glaubt, dann hat man eine gewisse, also ist das bei mir, eine gewisse Grundmotivation, eine gewisse Grundkraft, eine gewisse Energie. Weil das gibt einem etwas. Verstehst du das? Das ist auch schwer vielleicht zu beschreiben für jemanden, der nicht der gleichen Meinung ist, aber das gibt mir etwas. Und Gott hilft einem, irgendwie wieder auf den Weg zu finden, wenn man vom Weg abgekommen ist. Gott hilft einem, aus schwierigen Zeiten rauszukommen, weißt du? Und auch so, wenn man in der Kirche ist einfach, dann ist man eine Gemeinschaft, alle glauben an dasselbe und man merkt dann immer wieder, wie diese Liebe auch, weißt du? Diese Liebe zu Gott, diese Liebe untereinander. Und wie gesagt, primär will ich eigentlich sagen, wenn man im Leben an etwas glaubt, egal an was es ist, dann kriegt man Energien, dann kriegt man Kraft, dann kriegt man Motivation, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Und diese Attribute, die man dann hat, Selbstvertrauen, Energie, Kraft, die kann man dann wieder ummünzen auf sein privates Leben, auf sein berufliches Leben und kann einfach Gas geben. Das ist das so, was ich glaube. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also bei mir ist es genau gleich. Also ich bin ja auch, auch eine gläubige Familie, auch sehr, sehr gläubige Familie. Und auch seit Kindheit bin ich sozusagen in der Kirche aufgewachsen, sag ich mal so. Ja. So jeden Sonntag in der Kirche gewesen. So. So und halt diese ganzen Filme, weißt du. Aber ich sag mal so, für mich persönlich ist es sehr auch wichtig, an irgendwas zu glauben. Weil für mich persönlich ist es halt so, man, zum Beispiel, ich habe letztes Mal eine Musik gehört so von Jay Huss, da sagt er, ich übersetze auf Deutsch, da sagt er, nur wenn du Stress hast, bist du gläubig. Ja. Weißt du, und das ist bei vielen Menschen so. So, wenn du stressig bist, wenn du Stress hast, wenn du Probleme hast, dann suchst du den Weg zu Gott, so weißt du, aber nie, also ist selten der Fall oder nicht bei allen so der Fall, dass du dementsprechend, auch wenn es dir gut geht, Gott dafür dankst, weißt du, was ich meine? So, und für mich persönlich ist es so, egal was ist, und das habe ich mir auch erst eingeeignet, zwar auch nicht immer so, dass ich, egal was ist, was, auch wenn ich glücklich bin, auch den Herrn danke dafür, was er dementsprechend mein Leben getan hat, so weißt du, was ich meine? So, genau, weil ohne ihn so wäre ich nicht gesund, weißt du, weil das Wichtigste ist, dass man gesund ist, weißt du, alles andere ist zweitrangig, aber dass du gesund bist, dass deine Familie am Leben ist, dass sie gesund sind und so, ist das Wichtigste. Und wenn du dann zusätzlich noch was machst, wie zum Beispiel jetzt Sport, und du hast jemanden an deiner Seite, wie Gott, dann hast du keine Angst, vor dem Spiel da reinzugehen, weißt du, was ich meine? Dann ist es halt so, du weißt, da ist jemand und der hilft dir in egal welcher Situation, weißt du, was ich meine? Und egal, was ich mache, ob ich jetzt eine Klausur schreibe, ob ich vor dem Fußballspiel gerade bin, also später immer zu Gott. Wenn ich immer abends ins Bett gehe, morgens, immer, weißt du, und das ist einfach diese Bindung, die ich einfach zu ihm haben möchte. Ich sage nicht, dass ich ein perfekter Gläubiger bin, weil manchmal vernachlässige ich auch zum Beispiel die Kirche durch Fußball, durch vielleicht keinen Bock, weißt du, was ich meine, in die Kirche zu gehen, morgens früh aufzustehen. So, aber im Großen und Ganzen ist das trotzdem immer so in meinem Herzen, weißt du, was ich meine? So, das ist immer so irgendwo, wo ich sage, ich muss, egal ob es mir schlecht geht, ob es mir gut geht, ich muss zu dem Herrn beten, so, weißt du, was ich meine? Und ihn auch einfach danken, was er für mich getan hat und so. Und alles andere kommt dann dementsprechend. Der zeigt dir, es waren so viele Türen bei mir zu, die dementsprechend ich gemerkt, dass da jemand ist, der mir die Tür öffnet, weißt du, was ich meine? Und das ist, wo ich gemerkt habe, da lebt jemand, so, weißt du, was ich meine? Da lebt ein Gott, der auch wirklich lebt und von dem man auch spricht und so. Und für mich persönlich, das ist auch das Ding, wo ich mir manchmal so denke, wo kommt das jetzt her? Das ist ja das, was ich sage mit dieser höheren Macht.
Plötzlich ist irgendetwas da, was dir auf einmal Bereicherung gerade in deinem Leben gibt und du weißt gar nicht, wo es herkommt. Und ich denke mir, wo kommt es denn her? Das muss ja von irgendwo kommen. Und auch wie du es eben angesprochen hast, diese Dankbarkeit. Man muss einfach, glaube ich, im Leben einfach immer dankbar sein. Egal, ob es einem schlecht geht, egal, ob es einem gut geht. Weißt du, wenn es einem schlecht geht, man muss immer diesen Gedanken vor Augen führen. Anderen Leuten geht es gerade schlechter. Also sei dankbar, dass es dir nur halb schlecht geht, sage ich mal. Verstehst du? Ja, oder vielleicht nicht mal schlecht geht. Weil die Probleme, die wir haben, das sind ja im Endeffekt Luxusprobleme. Wir haben ja keine richtigen Probleme. Wir müssen nicht auf einem Pappkarton schlafen oder sowas. Verstehst du? Uns geht es eigentlich gut. Unserem Herzen geht es gut. Wir sind gesund. Wir sind glücklich. Und dann, wenn es uns gut geht, wenn wir vielleicht Erfolg haben, müssen wir erst recht dankbar sein. Danke, danke. Erst recht dankbar sein. Verstehst du? Und ich glaube, dass es auch ein ganz, ganz wichtiges Wort ist im Leben, ist einfach Dankbarkeit. Dankbarkeit. Allein schon dafür, dass unser Herz schlägt, dass wir gesund sind, dass wir überhaupt das Privileg haben, zwei Füße zu haben, Fußball spielen zu können, dass wir, ja, dass wir einfach gesund sind. Das ist, glaube ich, so das Hauptding, weißt du? Dass wir studieren dürfen, dass wir arbeiten dürfen, dass wir überhaupt in diesem Land hier leben dürfen, wo es uns wirklich sehr, sehr gut geht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, weil ich hatte auch ein Interview mit Lionel gehabt, der auch im Glauben sehr, sehr stark ist, sehr, sehr christlich ist. Und da hat er auch viele Sachen gesagt und so, die man auch rausziehen könnte. Das empfehle ich auch jedem, wenn das Thema Glauben euch dementsprechend sehr, sehr interessiert. Schaut euch das Interview an mit Lionel, Team Jesus. Sehr, sehr interessant. Und ja, ich versuche, wie du es auch gesagt hast, ich finde Glauben ist einfach was Wichtiges im Leben. Man muss an was glauben. So, das fängt auch schon da an, wenn du aufgezogen bist mit Glauben und so, dass du einfach vom Kopf her ganz anders tickst als Leute, die nicht mit dem Glauben aufgewachsen sind. Weißt du, und ich habe jetzt auch Freunde gehabt, Leute kennengelernt und so, die nicht mit dem Glauben aufgewachsen sind und deren Kopf oder so war ganz anders, als wie ich es dementsprechend sehe. Weißt du, die sehen Sachen ganz anders da, als so wie ich sie sehe oder wie ein Gläubiger das sieht. Weißt du, was ich meine? Und deswegen denke ich, für mich persönlich, um einfach auch eine bessere Welt zu haben, so, finde ich einfach, dass Glauben einfach sehr, sehr wichtig ist, so, weißt du, und ja, so, ich kann Menschen, ohne jetzt irgendwelche Leute anzugreifen, kann ich Menschen nicht verstehen, die an nichts glauben, weißt du, ich meine, weil ist deren Entscheidung so, aber ich, das ist einfach besser, so, weißt du, du glaubst an was, da gibt dir jemand so ein guteres Leben vor, so, weißt du, ich meine, wie du deine Sachen machen kannst, wie du dann auch deinen Kopf zum Nachdenken bringen kannst und so, und was willst du mehr, weißt du, ich meine, und das finde ich sehr, sehr wichtig, auch so, also, im Leben, so. Ich sag mal auch so, wenn man jetzt nicht an Gott glaubt oder so, dann glaubt an euch selbst. Glaubt an eure Träume, glaubt an eure Ziele, glaubt an die Ziele, die ihr euch gesteckt habt im Leben. Denn nur wenn ihr an euch glaubt, werdet ihr diese Ziele erreichen, werdet ihr erfolgreich sein. Und ich persönlich glaube, dass alles im Leben möglich ist, dass man alles erreichen kann. Und allein der Wille kann schon Berge versetzen. Denn mit Leidenschaft, mit Ehrgeiz, mit Disziplin, mit Ordnung und mit Fleiß kannst du im Leben alles erreichen. Und alles andere ist in deinem Kopf und in deinem Herzen. Verstehst du? Alles andere ist in deinem Kopf und in deinem Herzen. Und wenn ich einfach den Leuten was mit auf den Weg geben soll, oder das ist auch das, was ich immer meinen Jungs sage, du hast nur dieses eine Leben und du hast nur diese eine Chance. Also nutze es. Gib alles. Denn das hier ist dein Leben und dein Leben ist dein Weg zum Erfolg. Du schreibst deine eigene Geschichte. Also gib alles. Gib nicht auf, glaub an dich und mach es einfach. Verstehst du? Ja, nochmal zu diesem Thema, so, weil ich habe es auch öfter schon gehört, öfters gelesen. Es ist, ich sag mal so, von meiner Sicht ist es immer einfach gesagt, sowas. Weil ich denke, bezüglich auf Fußball zum Beispiel, du kannst jeden Tag auf dem Fußballplatz sein, alles geben, Extraschichten machen und so weiter und so fort. Auch wenn du vielleicht nicht das Talent hast, du eignest dich es ein, du machst und tust und so und so und so und so. Ja. Und das sind halt diese Sachen, die du halt dementsprechend sagst. Aber dann am Ende des Tages, und das hat, glaube ich, safe viele Fußballer kennen das, dann ist vielleicht ein Spiel oder, keine Ahnung, eine Auswahl oder
Süddeutsche Meisterschaft, Deutsche Meisterschaft. Und dann gehst du dahin, hast alles getan, was du machst. Du siehst das als deine letzte Chance, weißt du? Und hast vielleicht nicht das Glück, dass jemand dich vielleicht gescoutet hat. So, weißt du, was ich meine? Und genau diese Wörter, die du dann gesagt hast, sind dann dementsprechend eingetroffen. Die Person macht das genau so. Nützt diese Chance, diese einzigste Chance. Vielleicht kommt er nicht mehr in eine Auswahl. Vielleicht kommt er nicht mehr zu so einem Spiel oder so. Weißt du, was ich meine? Gibt alles und hat vielleicht das Glück vielleicht an seiner Seite. Und ich persönlich denke so, Glück ist bei vielen Sachen auch, spielt auch eine Rolle. So, man kann alles geben, man kann seine Chance nutzen, man kann motiviert sein, aber ich finde Glück auch ist immer irgendwo noch so ein Teil, weil egal was du machst, muss ja nicht ein Fußball sein. So, du musst einfach, sag ich mal, so an der richtigen Stelle sein, so am richtigen Ort, so, es muss alles passen so. Auf jeden Fall. Um dann einfach, weißt du, dann kannst du sagen, okay, ich habe alles getan und Glück war noch an meiner Seite. Ja. Weil es gibt manche Leute, die machen nichts. So, weißt du, die machen gar nichts. So, die haben einfach dann das Glück. Ja. Weißt du, und dann versteht der hart gearbeitet hat, versteht es nicht, warum diese Person jetzt da ist, wo er eigentlich sein könnte. So, weißt du, was ich meine? Und dann macht man sich halt wieder diese Fragen so. Aber genau, das ist genau die richtige Brücke, die du schlägst, weil genau da sind wir doch an diesem Punkt Motivation. Du hast alles gemacht in deinem Leben, alles. Ernährung eingehalten, Individualtraining, immer Gas gegeben, nie Kopf in den Sand gesteckt. Und plötzlich heißt es, ich pack's nicht. Oder du merkst, es wird nichts mit dem Traum von Fußballprofi oder was auch immer du für einen Traum hattest. Aber genau da sind wir an dem Punkt Motivation, weil da zeigt sich, ob du dich selbst motivieren kannst oder nicht. Weil es hat nicht geklappt, ist egal, mach trotzdem weiter. Dann musst du mit der Situation leben und versuchen, bestmöglich mit dieser Situation umzugehen. Und dann musst du andere Wege einschlagen. Weil, wie ich schon gesagt habe, Fußball oder ein Traum, der geplatzt ist, ist ja nicht alles. Das ist ja kein Weltuntergang. Wir leben ja trotzdem. Wir sind ja trotzdem auf dieser Welt. Und auf dieser Welt gibt es so viele Möglichkeiten. Dann mach was anderes draus. Werd Trainer. Gib dein Wissen, was du gesammelt hast, weiter. Verstehst du? Glück ist... Das gewisse Quäntchen Glück braucht man immer im Leben. Und manche haben es und manche haben es nicht. Das ist leider so. Aber da muss man dann halt mit leben. Wie gesagt, nicht jeder kann den ganzen Kuchen haben. Manche können nur ein Stück bekommen. Und dann zählt es einfach trotzdem, dass man jetzt nicht so niedergeschlagen davon ist, dass man sagt, ach, scheiß drauf, ich hab's nicht geschafft und alles scheißegal, jetzt lasse ich mich gehen. Nein. Ist doch dein Leben. Da gibt es noch so viele Möglichkeiten. Dann mach was anderes. Wie du zum Beispiel, Bruder. Verstehst du? Du hast auch nicht geschafft. Das war dein Traum. Und heute sitzt du hier und gehst deinen Weg und studierst. Und eines Tages wirst du Millionen Klicks haben auf deine Videos. Verstehst du? Du gehst deinen Weg andersweitig. Aber lebst trotzdem dein Hobby, indem du immer noch Oberliga spielst. Sehr gutes Niveau. Gute Spiele da absolvierst. Tore machst. Das ist, warum? Weil du nicht aufgegeben hast. Du hättest auch sagen können, nachdem du raus warst, U23 bei wen? Scheiße, jetzt, was mach ich jetzt? Ach, scheiß drauf, ich mach gar nichts mehr. Nein, du gibst weiter Gas. Verstehst du? Das ist es ja, was ich dir sage. Und dieser Glaube dadurch ist wahrscheinlich, weil du dich einfach selbst motivieren kannst und weil du Gott hast, der dir auch geholfen hat, aus dieser Misere rauszukommen. Du warst wahrscheinlich traurig, aber Gott hat dir geholfen, da rauszukommen. Verstehst du? Das ist es einfach. Wir können nicht alle alles haben. Das ist leider so. Ja, ich finde einfach nur für mich persönlich ist es halt so, dass auch Glück einfach viel dazu gehört. Aber ich denke mal so im Großen und Ganzen, ich meine, wenn du viel dafür tust, viel dafür machst und so, kommt das Glück sowieso. Weißt du, was ich meine? Das ist genauso, du kennst ja selber, wenn du Fußball spielst und ihr seid am Drücker, ihr macht und tut und so. Es gibt manche Spiele, da habt ihr nicht dieses Glück, weißt du, aber auf Dauer kommt der Glück. Weißt du, was ich meine? Und dann hast du auf einmal Situationen, wo Bälle auf einmal reingehen, die nicht davor nicht reingegangen sind. Wo auf einmal der Torwart Sachen hält, die davor nicht gehalten wurde. So, weißt du? Und auch sein Glück muss man sich erarbeiten. Weißt du, man muss sein Glück ja auch suchen. Ich kann ja jetzt nicht hier sitzen und warten, ja, wann kommt jetzt endlich mal Glück? So, dann warte ich lange. Man muss sein Glück natürlich auch suchen. Und wenn der eine Weg nicht geklappt hat, probiert man den zweiten Weg. Man probiert vielleicht den dritten Weg, den vierten Weg, den fünften Weg. Und irgendwann, und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, irgendwann kriegst du das, was du verdienst im Leben. Das ist so. Früher oder später.
Aber auf lange Sicht gesehen kriegst du es irgendwann. Wir sind alle mal hingefallen. Weißt du, wir lagen alle mal am Boden und haben eine Niederlage einstecken müssen. Aber wir haben weitergemacht. Und dann kam der erste Erfolg. Dann kommt der zweite Erfolg. Und dann kommt vielleicht wieder eine Niederlage und wir machen wieder weiter. Glück muss man suchen. Das kommt nicht einfach vom Himmel gefallen. Das muss man sich schon suchen, weißt du? Deep Talk, you know? Deep Talk, ich fühle, ja? Ich fühle. Ja, Mann, das war auch, ich sag's auch jedes Tag, diesen Satz, glaube ich, bei jedem Interview, zyklisch Mindset. Also ich glaube, die Leute da draußen haben jetzt auch so ein bisschen einen Eindruck so bekommen, so wie du selber bist und auch was ein Kopf in dir, was wie du ein Kopf einfach auch bist und auch tickst. Ja. Und ja, wie wichtig ist dir Mindset in dem, was du jetzt machst und alles? Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Man muss immer einen Plan haben von dem, was man macht. Man muss wissen, wo man hin will im Leben. Weil nur wenn du weißt, wo du im Leben hin willst, kannst du auch dementsprechend arbeiten. Und dementsprechend setzt du auch dein Mindset. Bedeutet, was ist für mich wichtig? Was erwarte ich von den Leuten? Was will ich den Leuten geben? Erwarte ich Respekt? Muss ich den Leuten Respekt geben? Erwarte ich Disziplin? Muss ich den Leuten Disziplin vorleben? Erwarte ich Erfolg? Muss ich Erfolg vorleben? Ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch so ein bisschen Mindset bezüglich des eigenen Charakters oder dass man einfach sagt, hier, ich habe gewisse Werte als Mensch und diese Werte will ich mit auf meinen Weg nehmen, will diese Werte mit weitergeben. Das ist zum Beispiel Respekt, das ist Disziplin, das ist Ehrgeiz, das ist Motivation, Selbstvertrauen. Der Glaube an Gott gehört auch in mein persönliches Mindset. Und diese Werte, die muss man haben. Sonst, weil ich finde, ohne Mindset, ohne persönliche Werte, ohne Dinge, auf die man Wert legt im Leben, kannst du ja gar nichts erreichen. Wie soll das auch gehen? Verstehst du? Das fängt ja dabei an, dass man sagt, okay, ich spiele jetzt zum Beispiel in der U17-Bundesliga. Jetzt spiele ich da. Aber auf was muss ich überhaupt achten? Was muss ich einbringen, dass ich auch nächstes Jahr U19-Bundesliga spiele? Und da gehört viel dazu. Da gehört nicht nur dazu, dass man ein guter Kicker ist. Da gehört auch dazu, dass man Respekt zeigt gegenüber seinem Trainer, gegenüber des kompletten Vereins, gegenüber der Mannschaft, dass man immer mal auf der Bank sitzt, dass man sagt, dass man sich der Mannschaft unterordnet und sagt, egal, wir haben trotzdem gewonnen, auch wenn ich heute 90er auf der Bank gesessen habe. Weil das zeigt einfach Größe. Das zeigt, dass man Mensch ist und dass man gönnt. Verstehst du? Und ich finde es eh sehr, sehr wichtig, dass man anderen Leuten etwas gönnt. Es gibt ja diese Menschen, die gönnen einem gar nichts außer sich selbst. Und ich finde, wenn man anderen nichts gönnt, dann kann man auch selber nichts kriegen. Weil, ey, ich bin auch mit so vielen Jungs aufgewachsen. 2, 3 davon haben es geschafft, sind jetzt richtig erfolgreich, ganz egal in was für ein Business. Und ich gönn's denen, weil die sind immer ihren Weg gegangen. Und ich merke, okay, ich bin 24, ich bin noch nicht ganz so weit wie die, aber ich gönn's denen, ich will auch irgendwann dahin. Das heißt, ich setze mich damit auseinander. Jungs, was habt ihr gemacht? Was ist euer Mindset? Welche Werte könnt ihr mir mit auf den Weg geben, dass ich auch dahin komme, wo ihr seid? Verstehst? Wo ihr seid, weil da will ich auch hin. Und also Mindset ist auf jeden Fall enorm wichtig. Ohne Mindset geht gar nichts, gar nichts. Ohne Werte, wie willst du leben ohne Werte? Angenommen, ich würde jetzt ein Mensch ohne Werte sein. Wie könnten wir zwei cool zueinander sein, wenn ich keinen Respekt vor dir habe? Wenn ich sag mal, mir scheißegal ist, was du hier machst, weißt du? Das ist ja... Ey, ich feiere das, was du machst. Ich supporte das, was du machst. Ich gucke immer deine Videos. Und deswegen freut es mich jetzt auch, dass ich hier selber in dem Video mit drin sein kann und Leute Mindset sich anhören können. Das ist einfach. Also Mindset ist enorm wichtig. Ja, also ich finde auch Mindset, dass es krass wichtig ist, auch einfach in dieser Generation heutzutage. Weil ich finde einfach, habe ich auch bei, keine Ahnung, bei vielen Interviews einfach gesagt, auch dass, so wie du es auch gerade beschrieben hast, wenn du kein Mindset hast, dann hast du eigentlich gar nichts, so, weißt du, was ich meine? Du bist eigentlich so einfach nur so auf dieser Welt. So, weil ich denke mir, und das habe ich auch
davor auch nicht so realisiert, auch so, dass Mindset auch enorm wichtig ist. Aber wo ich mich auch damit, sag ich mal, so befasst habe, so bezüglich Mindset und wie bilde ich mein Mindset und was mache ich mit meinem Mindset und was in Fokus lege ich und so weiter und so fort, dann fallen dir auch viele Sachen auch ein, so was du im Leben gemacht hast, was nicht gut war, was gut war und so weiter. Und dann reflektest du alles und merkst einfach, wo deine Punkte sind, die du noch verbessern musst. Und ich habe dann auch in Zeit meines Lebens habe ich auch dann gemerkt, okay, ich muss einige Sachen einfach ändern, so um einfach auch für mich persönlich so zufrieden zu sein, für was in das, was ich halt mache. Und einfach auch dann auch Menschen in mein Leben zuzulassen, die einfach mich auch glücklich machen und die einfach auch mich auch dahin bringen, wo ich sein möchte. So, weißt du, was ich meine? So auch, weil du gerade gesagt hast mit Gönnen. So, weil bei mir ist halt so, egal wer was macht, egal was einer macht, das war schon immer so. Ich war nie irgendwie der Typ, der sagt hat, ich gönne das nicht oder ich bin irgendwie neidisch auf dich oder genau das will ich auch haben. So, weißt du, was ich meine? So diese Leute, der hat diese Schuhe, ich will diese Schuhe auch haben. Weißt du, was ich meine? So ein Mensch war ich nie. So und werde ich auch nie sein. So, weißt du, egal was jeder macht, so wünsche immer viel Erfolg so und ich konkurriere auch nicht. So, weißt du, was ich meine? Ich sage auch nicht so, ja, okay, ey, der hat das und das und ich will es auch machen. So, weißt du, was ich meine? Sondern jeder soll das machen, was er macht. Ob es erfolgreich ist, ob es nicht erfolgreich ist, weißt du, was ich meine? Am Ende des Tages, wir sind alle noch irgendwo Menschen, so, weißt du, was ich meine? Wir sind alle noch irgendwo Leute, die einfach auch miteinander cool sind, miteinander sind und so weiter und so fort. Und für was dieser ganze Neid so? Weißt du, auch dieses, das gibt es ja auch diese, was man auch immer oft auf Social Media sieht, dieses Black Community, supporten sich nicht gegenseitig und so weiter und so fort. So, das muss auch eigentlich alles auch nicht sein, weißt du, was ich meine? Weil am Ende des Tages, wir sind alle irgendwo schwarz auf dieser Welt, auf einer Welt, wo eigentlich nur Weiße sind, sag ich mal so. Warum müssen wir uns dann noch gegenseitig haten? Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Das ist das. Und sag mal, im Endeffekt ist ja auch völlig egal, ob du schwarz, weiß, grün oder gelb bist. Wir sind Menschen. Verstehst du? Wir sind Menschen. Und nicht zu gönnen, das ist einfach, ich finde das eine sehr, sehr schlechte Charaktereigenschaft, wenn man jemand anderem etwas nicht gönnt oder sagt, ey, wie kann sein, dass der Profi geworden ist? Ich war doch immer viel krasser als der. So, das bringt dich ja auch nicht weiter im Leben. Und ich finde, einer der wichtigsten Punkte bezüglich Mindset ist einfach Selbstreflexion, Selbstkritik und dass man kritikfähig ist. Das ist ja, was ich auch vorhin gesagt habe, dass man nie mit sich zufrieden sein sollte, dass man mal drüber nachdenkt, was mache ich eigentlich falsch? Warum bin ich noch nicht 5 Schritte weiter? Warum bin ich erst hier? Was habe ich bisher falsch gemacht? Was muss ich in Zukunft richtig machen, dass ich die nächsten 5 Schritte vielleicht überspringen kann? Verstehst du? Das ist, oder auch wenn andere Leute dir was sagen, Bruder, hör auf die, hör auf die, nimm das auf. Wenn dir einer sagt, ey, deine Nase passt mir nicht, dann überleg mal, warum vielleicht. Man kann nicht immer jedem gefallen, das ist also, soll man auch nicht, soll man auch nicht. Im Endeffekt geht es ja auch, wie du schon gesagt hast, ist ja egal, wenn jemand was macht, ob er es gut oder schlecht macht, ist ja völlig egal. Es geht ja darum, dass es ihm Spaß macht. Und wenn er oder sie damit glücklich ist, was will man mehr im Leben? Wenn es die Person glücklich macht, dann zieh das doch durch. Wenn es dich glücklich macht und dein Herz erfüllt, mach das. Mach es einfach. So. Ja, weil ich finde einfach, und das hatte ich auch so in meinen jungen Jahren, dass man einfach so Leute unter sich auch hat, die einfach selber einen nichts gegönnt haben, weißt du, was ich meine? Und das musst du einfach so, Mensch, da musst du einfach selber für dich merken, so, okay, das sind jetzt die Leute für mich in meinem Leben oder sind es eher die Personen, die in mein Leben gehören? Da musst du selber entscheiden, ob das die richtigen oder die falschen sind, so, weißt du, was ich meine? Ja. Und für mich habe ich dann auch irgendwann dann auch gemerkt, da gibt es manche Leute in meinem Leben, die einfach nicht richtig in meinem Leben sind und die muss ich einfach cutten, sag ich mal so. Aussortieren. Ist ja auch nicht schlimm, so, weißt du, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie jetzt Beef mit denen habe, Streit mit denen habe oder sonst irgendwas. Es geht einfach nur darum, so, ich habe aussortiert, fertig. Wir sind cool, wir reden, wenn wir uns sehen, alles, was geht, dies, das, aber es ist nicht mehr so wie davor, weißt du, ich meine. Und das hat einfach auch damit zu tun, dass man auch erwachsener wird. Wie gesagt, der Mindset bildet sich und man hat auch einfach einen Fokus auf ganz andere Dinge im Leben, weißt du, ich meine. Nicht mehr dieses Wilde, was auch früher immer war, dies, das. Diese Partys hier, Veranstaltungen da, hier gehen, so nicht mehr das, sondern man ist fokussiert auf das, was man machen will. Man will was Eigenes starten, so wie du jetzt zum Beispiel. Deswegen freut es mich auch sehr, dass wir heute darüber geredet haben, weißt du, weil das ist einfach auch der Grund, warum ich das auch gestartet habe, weil einfach ich will, dass Leute hierher kommen, die sich selber auch was aufbauen, weißt du, was ich meine? Ja. Und auch selber was machen, auch selber was tun, so, weißt du, um
einfach deren Struggle, deren Mindset auch so herauszufinden. Und deswegen freut es mich, dass du die Zeit hattest. Und ja, für mich persönlich ist es sehr, sehr wichtig, einfach auch selber zu wissen im Leben, so wo willst du hin, was ist dein Fokus? So, weil ich denke, wenn du einen Fokus hast oder weißt genau, wo du hin möchtest, weißt du, ist alles viel einfacher. Ja. So, dann hast du noch den Glauben noch dazu, dann hast du noch andere Sachen noch dazu, Freunde, die dich pushen, so weißt du, dann weißt du, wo bist du denn? Du bist hier oben, du kannst alles dann erreichen, weißt du, was ich meine? So. Und das ist für mich persönlich sehr, 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 sehr interessant und sehr, sehr wichtig, das alles. Ich sag mal auch so, wie du es auch gesagt hast, ich glaube, mit der Zeit stellt sich auch heraus, mit welchen Leuten will ich sein, welche Leute bringen mich auf den Weg, wo ich hin will. Und es gibt dann halt, wie gesagt, einfach Menschen, mit denen man vielleicht früher cool war, aber die jetzt einen ganz anderen Weg gehen, die irgendwie gar nicht mehr deiner Meinung entsprechen oder einfach gar nicht mehr mit dir sind, so, die du dann, sag ich einfach mal, die dann vielleicht nicht mehr zu deinem engsten Kreis gehören. Ist ja auch, also ich finde, man sollte sich mit den Menschen umgeben, die einem gut tun. Umgib dich mit den Menschen, die dir gut tun, und das ist sehr, sehr wichtig im Leben. Und eine Freundin hat mal zu mir gesagt, hat mal einen sehr, sehr guten Spruch gesagt. Und zwar hat sie gesagt, nimm dir das, was du willst, sonst kriegst du das, was du bekommst. Und ich habe mir erst nichts dabei gedacht, aber dann habe ich drüber nachgedacht und habe mir gedacht, ist so. Weißt du, ich nehme mir das, was ich will, bevor ich das kriege, was ich bekomme, weil das, was ich bekomme, wird wahrscheinlich nicht das sein, was ich will. Verstehst du? Und das hat echt einen tiefgründigen Hintergrund. Und das sollte man, glaube ich, beherzigen. Und das ist jetzt auch gar nicht negativ gemeint oder so, aber manche Menschen sind halt vielleicht nicht gut für einen. Und dann muss man halt einen anderen Weg einschlagen. Und es ist so, im Leben ist es sowieso so, Menschen kommen und gehen. Wie auch Beziehung, weißt du? Man hat eine Beziehung, die Beziehung geht in die Brüche, weil es vielleicht nicht mehr gepasst hat. So ist es auch mit Freunden. Man ist vielleicht zusammen aufgewachsen, 10, 11, 12, 13 Jahre. Dann passt es nicht mehr. Auf einmal bildet sich ein neuer Freundeskreis. Das ist Menschen im Leben, sie kommen und gehen. Das ist wie alles im Leben. Alles hat irgendwann ein Ende. Nichts ist für immer. Verstehst du? Alles hat irgendwann ein Ende. Und sogar unser Leben. Irgendwann wird es uns nicht mehr geben. So, und irgendwann ist dieses Getränk leer. Verstehst du, du kannst nicht ewig dran trinken. Und deswegen einfach jeden Moment genießen, alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Und vor allem ganz, ganz wichtig, positive Vibes. Positive Vibes. Wir haben keine Zeit für diesen Negative Shit. Weißt du, was ich meine? Da haben wir keine Zeit für. Positiv, positiv. Damit du da hochkommst. Im Endeffekt will auch jeder von uns nach da oben. Jeder. Aber viele tun halt nichts dafür, weil sie denken, es kommt vom Himmel gefallen. Du musst arbeiten, Bruder, arbeiten. Gib Gas, gib Vollgas. Drück aufs Pedal. Verstehst du? Das ist einfach, das ist deswegen. Ja, Mann, Alter. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Gespräch heute mit dir. Sehr, sehr deep. Nicht mehr diese Lacherei, die ist das. So sehr, sehr deep heute. Ja, muss auch sein. Deswegen freut es mich erst recht, dass du heute dabei warst. Danke. Ja, weil ich auch noch schon länger kenne und ich weiß so, wie du ein bisschen tickst und wie du bist. So, und ich sehe auch, was auf Insta auch immer postest und so, und deinen Weg sieht man auch alles. So, man ist immer leise, so, man sieht schon, was Leute machen, weißt du, was ich meine? Und, man muss nicht immer kommentieren, so, man sieht schon, was Leute machen, und ich habe so ein Auge dafür. So, und nachdem du mich angeschrieben hast, habe ich gesagt, ey, ich hab dich im Kopf, so, wir machen es auf jeden Fall, so, auf jeden Fall, deswegen. So, das hat mich sehr, sehr gefreut, wo ich da angeschrieben habe, dass du direkt gesagt hast, ja, mein Bruder, ich habe Zeit, so, dies, das. Da habe ich auch gemerkt, so, okay, du ziehst auch diese Sachen wirklich rein und so, du weißt, um was es geht. So, und das, sowas freut mich so, weißt du, ich schätze mich sehr, dass dann so Leute gibt, die sich auch das wirklich auch so zu Herzen nehmen, weißt du, was ich meine? Weil genau das ist das, was ich auch will, weißt du, dass auch Leute sich nicht auf meine Plattform kommen, um einfach das sich anzugucken, sondern auch was mitnehmen, weißt du, was ich meine? Und dann auch vielleicht auch selber eine Story haben, die auch erzählen wollen, weißt du, was ich meine? Und das ist ja auch dazu da, warum ich dieser ganze Let's Talk gemacht habe, um einfach Leute mit Leuten zu reden, einfach uns auszutauschen. Ich meine, von dir habe ich auch einige Sachen gelernt, so was du gesagt hast und so. Andersrum hast du bestimmt auch einige Sachen von mir gelernt. Wir sind nicht, weißt du, ich meine, wir sind jetzt nicht keine Professor, wie ich es auch schon beim letzten Interview gesagt habe. Wir sind keine Professor,
oder so irgendwelche, keine Ahnung was, so, es ist einfach nur unsere Meinung, so, soll niemand irgendwie falsch verstehen oder keine Ahnung was, sondern es ist einfach nur unsere Meinung, unsere Lebenserfahrung, so, ich meine, wir sind noch jung, so, wir haben noch nicht so viel erlebt, aber das, was wir erlebt haben, darüber reden wir und was wir einfach jetzt so, ich meine, wir sind erwachsen geworden, wir haben uns auch ein bisschen entwickelt, auch vom Kopf her, so, das ist wichtig, deswegen, ja, Mann, willst du den Leuten noch irgendwas draußen sagen, so, Was ich auf jeden Fall sagen will, ist, glaubt immer an euch selbst. Lasst euch niemals von irgendjemandem einreden, dass ihr etwas nicht könnt. Glaubt an eure Träume, zieht durch, macht das, was ihr machen wollt. Und vor allem macht das, was ihr machen wollt, macht es jetzt. Die Menschen leben immer im Irgendwann. Irgendwann kaufe ich mir ein Auto, irgendwann kaufe ich mir das, irgendwann mache ich jenes. Irgendwann ist vorbei, irgendwann ist jetzt. Heute ist der Tag, jetzt ist die Stunde, jetzt ist die Sekunde, die ihr nutzen müsst. Alles ist jetzt, alles passiert heute. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist dein Leben und du hast nur diese eine Chance. Also mach was draus. Danke auf jeden Fall, Bruder, dass ich hier sein durfte, dass ich mit dir reden durfte. Es hat mich sehr, sehr gefreut, weiß ich sehr zu schätzen. Ich habe viel gelernt, viel mitgenommen aus diesem Gespräch. Und mach weiter. Dankeschön, Bruder. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, schon zum zweiten Mal, dritten Mal. So, ja, Mann. Wir werden auf jeden Fall noch connecten und so. Safe, weil ich habe noch was anderes vor. Und da werde ich auf jeden Fall nochmal anschreiben. Und ja, Mann. Wir jetzt auch beim Ende. Ja, Mann. Mit Maxwell. Dankeschön nochmal. Und ja, Mann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mit wem, keine Ahnung, aber ja, beim nächsten Mal. Mach's gut, Jungs, Mädels.